Wir befinden uns hier im Sportforum Berlin. Hier findet das Trainingscamp der Europäischen Judo-Union für die Junioren statt. Es bereiten sich hier ca. 400 Judoka aus über 30 Nationen der Welt auf die anstehenden Höhepunkte im Judo vor. Ich leite seit 2 Jahren diese Veranstaltung als Organisationsleiterin mit tatkräftiger Unterstützung meines Vereins, dem SC Berlin. Hier auf der Matte sehe ich einige Kämpfer, die ich schon als Jugendliche gesehen habe. Aus den Berlinern sogar einige, die ich schon als Kinder gesehen habe. Ist natürlich toll zu sehen, wie sie sich entwickelt haben. Samstag war ein Wettkampf hier, Europacup. Und ich bin hier, um meine Weltranglistenpunkte zu sammeln und Platzierungen zu sammeln für eine Nominierung. Ich bin hier, um zu trainieren und mich im Judo weiterzubilden und das Bestmögliche rausholen, was geht. Um die Erfahrungen auf europäischer Ebene in der U21 zu sammeln. Die Judoka, die hier anwesend sind, sind hier, um Wettkampfpraxis zu sammeln. Und das tun sie in Form, indem sie Übungswettkämpfe bestreiten. Wir nennen das im Judo Randori, Randori-Einheiten, Randori-Runden. Es ist auf jeden Fall eine Mischung aus Technik, Kraft. Auf jeden Fall ist es auch eine spezifische Ausdauer. Schnelligkeit, das ist ja das Interessante am Judo, dass eigentlich alle Faktoren eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Man sieht daran, dass Judo eine Sportart ist, die man nicht nur kurzfristig betreibt, sondern man muss sich entwickeln, damit man auch erfolgreich werden kann.